grüß euch zu einem neuen Video auf Kulturland Agrar. Wir da mal heute zilieren bei uns. Und ja, da machen wir mal wieder ein kleines Video. Dass wir mal wieder was von Ladewagen fahren sehen. Haben wir jetzt schon ganz Winter nichts mehr gehabt. Schlecht gegangen. Schlecht gegangen, ja. Nein, wir haben schon die haben gedacht, dass wir so einen Schnee auflegen, aber. Nein. Der Silvio ist so schlecht. Der ist im Sommer wieder weg. Der Gerde ist so schlecht. Genau, wir haben jetzt momentan einen ersten Schnitt. Ja, was haben wir für ein Datum? 19. 5. ja. Nein, wir haben jetzt die ganze letzten, also einen haben wir dann noch, da wo wir noch was einfahren müssen. Ein Kleegras dann noch. Ansonsten haben wir eigentlich schon hübsch fertig mit dem ersten Schnitt. Ich sag, dass bei uns jetzt die Hölle noch bekannt. Schon. Oh, gleich auf den verkehrten Puller. Wenn wir noch umschulen, den Kleinen. Wo war ich jetzt? Ah ja, genau. Bei uns war es jetzt eigentlich die letzte Woche am stressigeren. Da war mehrere los. Ja, hat halt vom Wetter her gerade gepasst. Es haben zwar schon ein paar mehrere die Wochen zuvor schon isoliert, ja, aber bei uns sind die mehrere immer so Mitte Mai, Ende Mai, sage ich mal. Genau. Und jetzt sind wir bei den mehreren fertig, jetzt haben wir Zeit, jetzt haben wir uns isoliert. Gell? Genau. Wir holen jetzt halt einmal ein Kleegras. Wir haben damals ein bisschen durchmischen, weil wir ein bisschen was drucken haben und halt, ja, ein bisschen was passen und das dann mal so drunter mischen. Das geht mit dem Ladewagen recht gut. Schreibt mal in die Kommentare, wie bei Ihnen der erste Schnitt so gegangen ist, ob alles hingehauen hat oder ob es nicht hingehauen hat. Recht viele Ausfälle gegeben hat. Recht viele Ausfälle gegeben hat. Bei uns jetzt eigentlich noch nicht. Ja, aber verschreien darfst du es nicht. Nein, verschreien darf ich es nicht. Ne? Der einzige, ja, Ausfall war es nicht. Das einzigste, was gewesen ist, ist, dass mein Rotor zinken am Montag verbunden hat. Aber, ja gut, das ist jetzt nicht so tragisch. Hilft dir nichts. Nein. Ja gut, der war halt nicht mehr so, sondern schon eher so. Der hat dann da eigentlich voll gerne Abstreifer gewerkt. Aber den habe ich jetzt schon wieder ausgepackt. Und so, kommt da der Rodi. Schau her, der hat wieder ein Bier umsonst gekriegt. Der Wildbrei. Heute, he? Oh. Ja, lauter nette Leute. Lauter nette Leute, oder? Ist gut. Der Merlo-Lade. Spare Maschinen. Aha. Gibt ja auch so Schwamm. Ich weiß nicht. Interessant war es, oder? Genau, das da unten war ja da, das haben wir jetzt schon als Wecker da. Und da hinten bei der großen Wiese haben wir aus, da haben wir jetzt schon was Wecker da. Ja, jetzt haben wir da ein bisschen was vom Ackergras weggeht. Da steht auch etwa. Oh, ja, da ist auch etwa. Ja, eine ganze Zuschauerwarte heute. Groß nicht blamieren jetzt. Ja, habe ich nicht aufgepasst, bin ich einfach gefahren und gefahren und gefahren. Dann fahre ich mir voll den Stirn rein, dann drehe ich mich um und sitzt einfach und schaut zu. Wieder peinlich gewesen. War wieder peinlich, ja. Aber das ist meistens so, fast immer ein Stier rein, wenn jemand zuschaut. Jetzt mal wieder so Saule über die Straße drüber fahren, ja. Oder der Bart sagen, haben wir es ja. Haben wir es ja.
Machen wir es ja. Du machst, ja. Jetzt wäre es dann umschauen. Wahrscheinlich. Mal, mal wieder mal ganz schnell erschalten. Na, was verdient es? Aha. Ich fahre jetzt aktuell mit der Ladeautomatik, wenn man da sieht. Also ich habe es jetzt auf 30% eingestellt. Sprich, ja, das ist halt bei dem so, 10% ist weniger Ausladung und 100% ist Vollgasausladung. Darum sieht man halt wirklich, dass die Ladeautomatik, Zinken, die wohl oben drinnen haben, gedruckt werden. Und je nachdem schiebt halt dann automatisch. Übrigens, da, das geht da bis da oben. Geht eigentlich gar nicht so. Das habe ich einmal alles reingefahren. Da wo es irgendwann einmal so nass war und alles so. Irgendwann im November, glaube ich. Oh. Am letzten Schnitt. Oh. Ah, das ist eine brutale Maschine. Ja. 2002er. Im Truck. Ist die 2002er? Ich weiß nicht. Ja. Oder es war 2003er. Ich glaube, dass das ein Unterschied ist. Nein. Die Schiebetür haben wir 2003. Ja, gibt's den wirklich? Ja? Ich ist mir zu verarschen. Nein, da steht Oma an der Ding, das ist sogar 2003er, schau. Bei der Schiebetür. Der Umhintrag 2003. Bei der Schiebetür. Ist der dann wirklich von 2003? Nein, das war jetzt nicht. Aber ich hab das nur neulich einmal gesehen. Dass da. Zwei Unterschiede. Das ist nur ein Sunny-Line. Der kleine Intrag ist nicht so direkt der Pullover. Das ist halt einfach ein Intrag, muss ich sagen. Ja. Die großen, über 100 PS oder was, das sind schon eher, aber das ist auch kein Pullover. Ey, ja, wenn ich irgendwie zum Frontgerät fahre, haben sie was. Aber ich weiß nicht, das war es halt dann auch schon wieder. Das ist mehr oder weniger. Der Übersicht hast du halt vorne extrem gut. Ja. Aber auch nur zu fahren, was du hast. Aber hinten habe ich schon, ist es eher wieder schwieriger wie bei so einem. Schwierig, ja. Genau, da sieht man jetzt, ich hoffe, man sieht es. Da oben steht jetzt aktuell 80-70%, 45%. Genau, je nachdem, wie gleich das Gas da oben dagegen drückt. Und jetzt schiebt er gerade nicht, weil jetzt haben wir gerade. Genau. Und dann im schwarzen Wolken, da sieht man, wie viel oder wie gar, dass der gerade von 0 bis 100% schiebt. Falls es irgendjemand interessiert. Jetzt hast du jetzt Spaß gesagt. Jetzt hast du es schon erklärt, jetzt hat es jeder gehört. Sonst hätte ich sagen müssen, falls jemand interessiert, dann darf ich das jetzt erklären. Und wenn nicht, dann kann es gleich schnell vorspulen. Also, ja, aber das ist ja jetzt halt wieder gut für die. Für die Rate gewinnen, schau. Weil jetzt halt haben sie zuerst schauen müssen und dann habe ich es gesagt. Dann hätten sie vorspulen können. Ja. Vielleicht gibt es jemanden, der wieder retourt wird und dann überspringt. Ja. Oder jemanden, der wieder zurückspult und nochmal anschaut. Weil es ihn interessiert einfach. Weil es einfach interessiert, ja. Wissen nicht. Nein, ich tue jetzt nicht so brutal auflegen, also lass sie am locker auflegen. Damit wir quasi eine brutale Vorderverdichtung haben und weiß, so pressieren wird es eh nicht, weil heute werden wir es eh nicht mehr fertig. Von dem her, ja, passt das schon. Dafür fahre ich halt ein bisschen schneller daheim. Oder was heißt schneller? Gemütlich halt. Das heißt, die Kamera nach hinten kippen, ne? Hat sich so gefühlt. Nein, ich frage dir mal einen schwarzen Display. Ein Black Display, oder was? Ja. Von dem Bullo gut, der hör mal die ganzen Sachen, wo ich neu gemacht oder anders gemacht habe, herzuhören, aber das habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Ja, wobei jetzt hören eigentlich einmal, die habe ich schon vor 3 Monaten oder so bestellt, glaube ich. Nur mal Sachen gekommen. Aber die hat immer noch nicht da. Bestellt hast du schon, oder? Ja, schon. Ich habe es ja schon gezahlt.
Was? Die habe ich schon gezahlt? Nein. Doch. Das tun wir nur neu, du. Ja, du ja. Weil es ist teilweise doch einmal geil. Also es ist nicht so, dass ich es brauche, aber es war jetzt schön zum Hund. Für die Bequemlichkeit. Für die Bequemlichkeit bei Nacht. Genau. Now all I need is your love.